Hi Leute, heute geht's mal darum, warum du nicht undercarb bist und woher dieser Begriff bei den 80-10-10er Rohköstlern herkommt. Also diese Rohkosternährungsrichtung nach Doug Graham, der sagt halt nur Früchte, 80-10-10 ist auf das Verhältnis Protein, Kohlenhydrate und Fett bezogen. Und in der Ernährungsrichtung, die Leute sagen eben, du sollst wahnsinnig viel essen, so Unmengen. Ich habe damit mal ein bisschen angefangen gehabt, wo ich so immer mehr in die Rohkost eingestiegen bin, weil ich damals noch nicht wusste, was Entgiftung heißt und mich eben auch dann nicht ans Fasten und so weiter rangetraut habe, weil ich eh immer so dünn war und dann nicht noch mehr abnehmen wollte und wusste nicht, wie das Ganze zusammenhängt. Und dieses Undercarb, warum man sich schlecht fühlt, wenn man nichts isst, es ist einfach, weil die Entgiftung anfängt. Wenn du nichts isst, dann möchte der Körper heilen und möchte Gifte loswerden. Und bei den ganzen 80-10-10ern ist es so, dass sie einfach ständig essen müssen, um diese krasse Entgiftung zu stoppen. Und eigentlich essen sie perfekt nur Früchte, fast nur ein bisschen grün, ist in Ordnung. Und sie müssen einfach ständig essen, damit sie mit der Entgiftung klarkommen. Und klar, die meisten Leute, die 80-10-10 machen, machen viel Sport. Und viele fahren Rad oder so. Und denken halt so, wenn du nichts isst, bist du undercarb, Leistung geht runter, hast keine Energie mehr. Und das liegt nicht daran, dass man undercarb ist und wieder Treibstoff braucht. Sondern es liegt daran, dass der Körper, wenn die mal eine Zeit lang nichts essen, dass der Körper dann heilen möchte, dass er dann entgiften möchte. Vorher braucht er die ganze Energie, um zu verdauen. Und weil man auch ständig dann am Essen ist, entgiftet der Körper dann dadurch einfach nicht so schnell. Und dadurch wird die Entgiftung ein bisschen reguliert und verlangsamt. Und wenn man aber den Körper mal gereinigt hat, dann wird man irgendwann sehr schnell merken, dass es ein Schmarrn ist und dass man genauso Energie hat, wenn man fastet, dass man genauso viel Sport machen kann und noch mehr, wenn man nichts isst oder weniger, wesentlich weniger als diese unglaublichen Mengen von, was weiß ich, 3, 4, 5.000 Kalorien am Tag. Und daher kommt es eben, weil der Körper hört auf zu essen, dann sind sie nicht undercarb, sondern der Körper entgiftet und dann fühlen sie sich schlecht. Und klar, Leistungssportler, so, du willst ja immer gut sein. So, da ist es nicht so, dass du mal sagst, ey, ich gebe meinem Körper mal 2, 3 Wochen für ein bisschen Heilung, für ein bisschen Fasten, für ein bisschen Entgiftung. Da ist es halt so, 2, 3 Wochen, ey, Leistung geht runter, kann nicht die richtige Ernährung sein. Das leistet sich keiner, dass er dann sagt, ey, jetzt setze ich meine Saison aus und nächstes Jahr ist dafür viel besser und ich bin fitter nächstes Jahr. Nee, diese Entgiftung wird einfach gestoppt durch das viele Essen. Der Körper reinigt sich zwar dadurch trotzdem, weil es eben gut ist, das Essen einfach. Es ist Rohkost, es sind Früchte und der Körper entgiftet dadurch einfach sehr langsam dann. Und es dauert einfach viel länger. Und ja, aber man hat eben nicht so diesen krassen Leistungsabfall. Aber dieses Undercarb ist eben ein Schmarrn und man kriegt keine Energie, weil man dann wieder isst, sondern man kriegt dann wieder Energie, weil der Körper die Entgiftung stoppt und wieder mit Verdauung beschäftigt ist und dann fühlt man sich wieder gut. Und man fühlt sich einfach nur schlecht, weil die alten Gifte dann rausgehen, weil der Körper die alten Gifte raushauen möchte, wenn man nichts isst. Und das ist eben auch so was allgemein, was man feststellen wird, dass Fasten einem immer leichter fällt. Umso sauberer der Körper, umso weniger nimmst du ab beim Fasten und du siehst es den Menschen dann gar nicht mehr an, wenn sie fasten. Die verlieren kein Fett mehr. Alles, was man beim Fasten verliert, sind eingespeicherte Gifte in dem Fett. Und du nimmst normalerweise nichts ab, wenn du nichts isst. Wenn der Körper wirklich gereinigt ist. Auch wenn das sehr absurd klingen mag für jemanden, der jetzt sich noch nicht so vertraut gemacht hat mit diesen Theorien. Ansonsten lest einfach mal Arnold Ehret. Band 1, Band 2, Gesunde Menschen heißt das Buch. Und da wird alles wirklich erklärt und es ist für jeden
so einfach nachvollziehbar und eindeutig. So, jeder kann es an seinem eigenen Körper feststellen, wie das Ganze abläuft. Und es ist unabstreitbar. So. Ja, ihr müsst mir das nicht glauben. So. Probiert selbst aus. Es ist so, wenn man die Zusammenhänge verstanden hat, lest dieses Buch mal. Und es gibt auch andere gute Rohkostliteratur, Toxämielehre und so weiter, einfach Vergiftung, Entgiftung oder andere ältere Rohkostliteratur, da wird das alles sehr genau beschrieben mit Vergiftung, Entgiftung. Und das ist einfach alles, das man wissen muss. Und dann weiß man auch, dass man nicht undercarb ist und dass der Körper einfach nur heilt. Und man die Entgiftung durch das viele Essen immer wieder stoppt und verlangsamt. Jo. Das wollte ich heute nochmal loswerden. Macht's gut, Leute. Ciao.